Danke, Blacky, für deinen Part und herzlich willkommen zu meinem Part, Malone EP. Ihr kennt mich ja höchstwahrscheinlich. Es geht los mit den Titankonstrukten, wie sie in der neu gestalteten Welt klarkommen. Nun denn. Glücklich mit ihrem Erfolg auf Azeroth verließ das Pantheon Azeroth. Wissend, dass die Weltenseele in guten Händen war und gleichzeitig mit der Erkenntnis, dass noch mehr von ihrer Rasse im Universum schlummern müsse. Sie stellten auch den Sternwächter Algalon, den Beobachter, ein. Dieser sollte, falls die Weltenseele korrumpiert werden sollte, ein Signal an die Schmiede des Ursprungs senden, und diese würde dann alles Leben aus Azeroth tilgen und jegliche Korruption für immer entfernen. Mimiron und Loken erschufen dafür die Scheiben von Norgannon. Darauf wird alles gespeichert, was jemals auf Azeroth passiert. In den folgenden Jahren spross die Natur von Azeroth und neue Lebewesen kamen auf die Welt, zum Beispiel die Protodrachen. Sie entstanden durch die natürlichen Geister der Weltenseele, gemischt mit den Elementaren von Azeroth. Doch ein Protodrache war größer als alle anderen. Galakrond. Galakrond verspeiste alles, auch andere seiner Art, und wurde immer größer. Er mutierte sogar und auf seinem Körper entstanden zahlreiche verkrüppelte Augen und andere Gliedmassen. Ebenfalls entwickelte er eine irgendwie eine nekromantische Ader, Fähigkeiten, sodass er bald eine Armee aus untoten Protodrachen hatte. Tyr sah, dass er eine Gefahr für Azeroth darstellte, doch er konnte seine Brüder nicht davon überzeugen, ihm zu helfen. Sie waren vom Krieg gegen die alten Göttern und der Formung der Welt in eine kleine Apathie gefallen, aber Tyr fand eine andere Lösung. 5 intelligente Protodrachen, Alexstrasza, Nozdormu, Neltharion, Ysera und Maligos. Obwohl sie alle aus anderen Bruten stammten, arbeiteten sie gut unter Tyr zusammen und schafften es, Galakrond zu bezwingen. Tyr verlor bei diesem Kampf seine Hand und ersetzte sie durch eine aus purem Silber. Die silberne Hand war seitdem ein Symbol dafür, dass durch die eigene Aufopferung bleibende Gerechtigkeit in die Welt getragen werden konnte. Die anderen Titanwächter merkten, dass Tyr recht gehabt hatte, und in einer großen Zeremonie wurden die Drachen von den Wächtern gesegnet. Ab dem sollten sie anstelle der Wächter über die Gefahren dieser neuen Welt wachen. Nur Udin war dagegen. Er sah die Drachen als primitive Gestalten an, die niemals die Bürde der Welt tragen konnten, und sagte, dass er als Herold der Titanen das letzte Wort hatte. Die anderen Titanwächter ignorierten ihn. Die Drachenaspekte waren geboren und von den Titanen gesegnet worden. Sie durchlebten eine Evolution vom Protodrachen zum normalen Drachen, und die Titanen bauten den Würmruh-Tempel als Zeichen ihrer Zusammenarbeit und gemeinsames Nest. Udin war wütend. Er glaubte, dass die Drachenaspekte in ihrer Rolle, die Welt zu beschützen, hoffnungslos versagen würden. Er begann mit dem Plan, eine Armee-Elite zum Schutz Azeroth zu erschaffen. Als er die anderen Wächter um Hilfe bat, trat keiner von ihnen vor, um zu helfen. Dies ließ Udin aber nicht davon abbringen. Seine Favoriten waren schon immer die Vraykul gewesen. Ihre Stärke, Entschlossenheit und Kampfkraft inspirierten ihn. Er bat die titanengeschmiedete Beschwörerin Helia, die für ihn in den letzten Jahren zu einer Ziehtochter geworden war, einen kleinen Flügel von Ulduar vom Rest zu trennen und hoch in die Wolken fliegen zu lassen. Dies geschah auch, und nach einiger Zeit nannte man diese Flügel die Hallen der Tapferkeit. Udin sprach zu den Vraykul, dass diejenigen, die glorreich und stark im Kampf sterben würden, nach ihrem Ableben erneut in den Hallen der Tapferkeit leben und in seiner privaten Armee, den Valayar, dienen dürften. Dafür studierte Udin die Schattenlande. Er erkannte, dass man Kreaturen, sogenannte Valkyre, erschaffen könnte, die die Geister der Vraykul vom Schattenland zu den Hallen der Tapferkeit geleiten könne. Jedoch waren diese für Ewigkeit gezwungen, dies zu tun und an seinen Willen gebunden. Kein einziger Vraykul meldete sich freiwillig. Helia warnte Udin davor, dass er keinen zwingen könnte, ihm als Sklaven zu dienen. Die Diskussion zwischen ihnen kochte so hoch, bis Helia meinte, dass sie die Hallen der Tapferkeit zurück auf Ulduar stürzen lassen ließ. Dies sah Udin als Verrat an, nicht nur an ihm, sondern auch an dem der Titanen und dem Schutze Azeroths. Er zerschmetterte Helias Körper und band ihn an sich. Sie wurde zur ersten Valkyre. Ihr markerschütternder Schrei war überall auf Azeroth und in den Schattenlanden zu hören. Gezwungen, Udins Willen zu gehorchen, brachte sie und ihre Valkyrschwestern jahrhundertelang Vraykul in die Hallen der Tapferkeit. Dieser Akt verdarb Helia für immer. Udin sah dies alles nie als Fehler an. Seine Folter an Helia und sein Loslösen von den anderen Wächtern war alles zum Wohle von Azeroth.
Währenddessen setzte Sageras seinen Plan um. Er zerschmetterte Madum und riss damit nicht nur einen Spalt zwischen der physischen Existenz und den Nether ein, sondern verbrannte ihn auch noch und erfüllte Sageras mit Titanen, Teufelsmagie. Er segnete die Dämonen und einige wurden größer und intelligenter. Er bot ihnen an, seinem brennenden Kreuzzug, seiner brennenden Legion zu folgen oder zu sterben. Die Entscheidung war nicht schwer. Also begann die brennende Legion damit, das Universum zu zerstören. Der erste davon, der davon Wind bekam, war Agrama. Er stellte seinem Meister nach und zur Rede und dieser gab ihm keine Antwort. Es kam zum Duell zwischen ihnen. Agrama sah schnell, dass er gegen seinen einzigen Meister kein Land gewinnen konnte. In einem mächtigen Angriff schlugen ihre Waffen zusammen und beide gingen kaputt. Agrama floh und erzählte dem Pantheon davon. Nahe der Welt Nihilam, die später den Beinamen die verdammte Welt tragen sollte, traf sich das Pantheon mit Sagras. Es erzählte ihm von Azeroth, von der stärksten Weltenseele, die die Welt je gesehen hatte. Doch Sagras hatte nur Angst, dass die alten Götter einen leeren Titan entwickeln würden. Trotz seiner kaputten Schwertes tötete er Agrama und wob einen Teufelsmagiesturm, der das gesamte Pantheon tötete. Jedoch wob Amantul zuvor einen Zauber, der ihre Seelen schützte und nur ihre Körper wurden verbrannt. Nun hatte Sageras ein Ziel, Azeroth. Er wusste zwar noch nicht, wo diese Welt lag, doch er würde sie finden. So mächtig Sageras auch war, er konnte nicht die gesamte Armee der brennenden Legion alleine befehligen. Die Dämonen waren zu wild und unkontrollierbar, wenn er nicht unmittelbar in der Nähe war. Und deshalb benötigte er Kommandanten und Aufseher. Zu dieser Zeit entdeckte er die Ereda. Diese waren die mächtigste und intelligentesten Rasse, die er je gesehen hat. Die Ereda suchten vor allem anderen nach Wissen und Sageras hatte viel Wissen. Dieses Wissen bot er den drei Anführern der Ereda, Velen, Archimond und Kil'jaeden an. Im Gegenzug musste sie seiner Armee als Kommandanten dienen. Archimond und Kil'jaeden willigten ein, Velen wollte Bedenkzeit. Er rief den Atamal-Kristall an, eines der mächtigsten Artefakte, das die Ereda besaßen, dies wurde erschaffen von den Naru. Dieser zeigte ihm, dass den Ereda an der Legionsseite nur Leid geschehen würde, doch Kil'jaeden und Archimond ließen sich immer noch nicht davon abbringen. Schließlich, als Sageras kam, hatte Velen viele Ereda um sich geschart und mit ihnen zu fliehen. Die Naru holten sie mit ihrem transdimensionalen Schiff Gelneda ab, später Festung der Stürme. Und seitdem waren die Ereda als Draenei bekannt. Die Verdammten. Verbannten. Die Probanden. Verbannten. Der Rest der Ereda wurde zu Manari und Dienern der brennenden Legion. Archimond und Kil'jaeden wurden zu den mächtigsten der Dämonen und unter ihrer Führung entwickelten sich die Dämonen weiter. Währenddessen flogen die Seelen des Pantheons zurück nach Azeroth. Sie hatten Angst, dass wenn sie keine physische Form annahmen, dass sie bald einfach verschwinden würden. Sie versuchten in die Titangeschmiedeten zu fahren, doch ihre Macht war zu groß für die Wächter. Das, was von Pantheon blieb, waren Erinnerungen, die sie nie gelebt hatten, und Verwirrung. Um die Nachricht der Titanen zu verstehen, schickten sie Botschaften in den Kosmos, doch alles, was antwortete, war große, weite Leere. Dies beunruhigte die Wächter und sie versanken in eine Periode von Rätseln und Verwirrung. Etwas Böses witterte die Verwirrung der Titanen, der alte Gott Yogg-Saron. Er schmiedete einen Plan, um sein Gefängnis zu verlassen. Er wandte sich dem zu, der am meisten von dem Verschwinden der Titanen in Zweifel gezogen worden war, Loken. Yogg-Sarons Plan war es, die Schmiede der Seelen, Uldur, zu korrumpieren und die Diener der Titanen den Fluch des Fleisches anzuheften. Dieser würde die steinernen Körper weich werden lassen, denn Fleisch, so dachte der alte Gott, dürfte sehr viel einfacher zu zerstören sein. Yogg-Saron vergiftete seine Träume und brachte ihn immer mehr in Verzweiflung, aber dennoch hielt er der Verderbnis stand und um seinen Kummer Herr zu werden, besuchte er oft eine Freikugel namens Sif und erzählte ihr seine Probleme. Bald entwickelte sich zwischen ihnen eine verbotene Liebe, denn sie war die Frau des Wächter Thorin. Yogg-Saron vergiftete Lokens Liebe zu ihr und machte sie zu einer Abhängigkeit. Loken drängte immer mehr Sif dazu, ihre Affäre öffentlich zu machen, doch Sif lehnte dies vehement ab. Schließlich brach sie alle Bande mit Loken. Loken, der von Neid und Zorn rasend wurde, tötete sie schließlich.
doch brachte er es nicht über sich, Thorim die Wahrheit zu sagen. Er war unschlüssig, was er mit der Leiche machen sollte, als plötzlich Sifs Geist auftauchte. Zu seiner Überraschung vergab sie ihn und meinte, dass er Thorim nichts davon sagen sollte, denn dann käme es zum Bürgerkrieg unter den Titanwächtern. Er sollte ihre Leiche in die eisigen Weiten tragen und die Eisriesen dafür schuldig machen. Gesagt, getan. Es entbrannte ein Krieg zwischen Thorims Sturmriesen und Angrims Eisriesen. Lokin benutzte die Seelenschmiede, um eine Armee zu erschaffen, die groß genug war, Ulduar gegen die Riesen zu beschützen. Lokin verspottete seinen Bruder Thorim, dass Sif seine Taten nicht gutheißen würde und dass er sie beschämt. Thorim, tief getroffen und in Depressionen versunken, verließ Ulduar für immer und lebte in Einsamkeit weiter. Lokin nutzte seine Armee, um den Konflikt mit den Eisriesen zu beenden und sperrte die, die sich wehrten, in Tausendwinter ein. Doch er sah auch etwas Dunkles in den Herzen seiner Armee und fragte Sif danach. Doch dieser antwortete nicht. Horror überkam Lokin. Sie war die gesamte Zeit über seine Illusion von Yogg-Saron gewesen. Dies zerbrach Lokins ganzes Sein und er setzte alles daran, seine Fehler zu vertuschen und benutzte dafür die Macht des alten Gottes. Um die anderen Wächter zu besiegen, war das erste Ziel, Odins mächtige Armee auszuschalten. Dazu benutzte er Helia. Lokin brach das Band, das Helia zwang, Odin zu gehorchen, und verbannte die Hallen der Tapferkeit. Also sie verband die Hallen der Tapferkeit in eine andere Dimension, genau wie die Elementar eben vorher. Odin und seine Elitearmee konnten die Hallen nie wieder verlassen. Nun dienten die meisten Walküre Helia, und sie erschuf tief unter den Hallen von Valor Helheim, im Meer von Azeroth, ein neues Zuhause. Die anderen Vreykule wurden tatsächlich zu Geisterheilern, die einige ausgewählte Helden zu vom Schattenland in die physische Welt brachten. Ja, ja. Doch Heliaths Hass verdarb ihr neues Reich und die Vreykule, die dorthin verbannt wurden, korrumpierten und wurden bekannt als die Qualdir. Diese plündern nun Azeroths Strände. Nachdem Odin aus dem Weg war, wandte sich Lokin den anderen Wächtern zu. Jedoch entdeckte der Wächter Mimiron seltsame Anomalien in der Schmiede der Seelen und hatte die Theorie, dass Lokin daran schuld war. Bevor er diese Theorie überprüfen konnte, sabotierte Lokin eine von Mimirons Maschinen, sodass dieser starb. Mimirons Mechagnome merkten jedoch, dass der Wächter nicht wirklich tot war. Sein Geist war immer noch da. Die Mechagnome bauten ihn einen neuen Körper, doch Mimirons Tod hatte den Wächter gebrochen und sperrte sich für lange Zeit in seinen Maschinenraum ein. Lokin begann damit, die anderen Wächter anzugreifen und schwächte sie so, dass Yogg-Saron seinen Willen ihnen aufdrängen konnte. Zwei der Wächter schaffte er es nicht zu besiegen, Tyr und Archaeides. Diese beiden hatten schon lange die Dunkelheit in Lokins Herzen beobachtet, konnten aber dagegen nichts unternehmen. Also versteckten sie sich mit den Titanen gebauten Ironia in den Ausläufern der Sturmgipfel. Lokin schaltete die Maschinen von Ulduar aus und versiegelte es für immer. Er hatte Angst, dass eines Tages Aigalon zurückkommen und die Titanen von ihnen erzählen würden, also beziehungsweise von ihm erzählen würden. Doch vor einer Kreatur hatte er noch mehr Angst und diese begann gerade sich damit unter seinen Füßen sich zu befreien. Lokin nahm an, dass Ra nach dieser Botschaft nach Ulduar zurückkommen würde, doch das tat er nie. Durch die südlichen Titankonstrukte lernte er, dass Ra verschwunden war und infizierte sie gleichzeitig mit dem Flug des Fleisches. Anders als die anderen Wächter hatte Ra die Botschaft verstanden. Die Titanen waren gefallen. Er gab die Essenz der Titanen oder des Titans Amantul, der ihn gesegnet hatte, in eine Kammer nahe des Tals der ewigen Blüten. Danach meditierte er jahrhundertelang eingesperrt in einer Kammer. Die Anubisat wachten weiter über Ketun, die Tolvir blieben in Uldum und die Mogu blieben im Osten und beschützten die Bauwerke der Titanen und Ra selbst. Als die Titanwächter die Seelenschmiede benutzten, um eine Armee zu erschaffen, war ihr erster Versuch missglückt. Sie erschafften die Troks. Diese sperrten sie in eine durch Ironaya gebaute Stasiskammer namens Uldaman ein. Dort sollten sie für immer bleiben, doch einige entkamen und andere schafften es sogar nach Tiefenheim. Die zweite Armee der Titanen war die Irdenen. Volkan und Ignis, die beiden Feuerriesen, begannen damit eine Armee zusammenzustellen, um die Sturmgipfel zu erobern. Sie versklavten Protodrachen und Eisenvreykul und bauten weitere Feuerriesen. Sie schlachteten ganze Ödenen-Dörfer ab und unterirdische Hallen. Die Ödenen wandten sich an Archaeides und Tyr, doch selbst mit der Unterstützung der Wächter schafften sie es nicht, diesen Angriff standzuhalten.
Tyr bat die Drachenaspekte um Hilfe und gemeinsam schafften sie es, die Armee zu besiegen. Isera ließ Tausende der Vralkul in Ismark's grünen Traum schlafen, doch selbst dort ereilte sie der Fluch des Fleisches. Tyr musste sich nun wohl oder übel mit Loken befassen. Doch um ihn zu besiegen, benötigte es Jahre der Vorbereitung und er musste alles über Loken wissen. Er musste die Scheiben von Norgannon bekommen. Er verwickelte Loken vor Uldar in einen Streit, während Archaedes und Eronaia einbrachen und sie stahlen. Loken würde dies bald bemerken, also plante Tyr und viele der Vralkul, Ödinnen und Mechagnome, die Loken von Uldur ausgesperrt hatte, die Flucht nach Süden. Loken bemerkte es und befreite die zwei Kritraxi-Bestien, die im Schwarzen Imperium unter den alten Göttern die stärksten und gefährlichsten waren, Sarkassi und Gitax. Er befahl ihnen, Tyr zu suchen und zu töten. Tief in einem Wald im Südosten erreichten die Kitraxi die Wächter. Tyr befahl den anderen weiter zu fliehen, er würde sie aufhalten und niemals aufgeben, solange Unschuldige in Gefahr waren. 6 Tage lang kämpften sie. Während all dessen wich Tyr keinen Schritt zurück, doch genauso wenig seine Feinde. Als die Müdigkeit einsetzte, bereitete sich Tyr auf den letzten Schlag vor. In einem noblen Akt opferte er sich selbst und tötete in einer Riesenexplosion beinahe beide der Generäle. Archaedes und Ironaia sahen die Explosion und kehrten zurück. Sie entdeckten die Leichname von Tyr und Sarkassi. Kitix war tödlich verwundet und floh nach Westen und wurde für Jahrtausende nicht mehr gesehen. Die anderen Wächter nannten dieses Gebiet seitdem Tyrs Fall. In der Vralkul-Sprache Tiris Fall. Sie vergruben ihn und stellten als Monument für seine Opferung seine silberne Hand auf das Grab. Die Vralkul baten darum, um sein Grab herum zu siedeln, bis in alle Ewigkeit siedeln zu dürfen. Und die verbleibenden Wächter marschierten weiter nach Süden, bis zu den Hallen von Uldaman. Dort bauten sie die Kammern weiter aus, doch viele von ihnen ereilte das Fluch des Fleisches. Archaedes hatte Angst um seine Leute und schloss Uldamans Tore, um sich was zu überlegen. Loken merkte, dass die Bestien es nicht geschafft hatten, seine ehemaligen Freunde zu töten. Aus Angst, dass sie diese Algalon rufen würden, fälschte er die Scheiben von Norgannon und löschte seinen Betrug. Ebenfalls manipulierte er die Kommunikation zu Algalon, sodass dieser nur durch seinen eigenen Tod gerufen werden konnte. Während die Titankonstrukte schliefen und abgekapselt in ihren Kammern wie Moffs saßen, entwickelte sich der Fluch des Fleisches weiter. Ein Vralkul-Clan namens Dragonflayer Clan zähmte die Protodrachen und ritten sie in den Kampf. Unter der Herrschaft von König Gimiron schafften sie es sogar, ihre Erzfeinde, die Jaiga, zu besiegen. Bärenartige Wesen, die Vorfahren der Vorburgs waren. Doch dann trat der Fluch des Fleisches sein weiteres. Die Vralkul-Frauen gebaren kleine Kinder, die nicht einmal 2 Meter groß werden würden. König Gimiron sah dies als Verachtung der Titanen an und machte sie dafür verantwortlich. Er begann alle Vralkul unter seinen Banner zu einen und alle kleinen Vralkul-Kinder zu töten. Einige brachten dies nicht übers Herz und gingen einer Sage nach Süden nach und fanden sie. Tiris Fall. Dort legten sie ihre Kinder ab und schon bald gründeten sie ihre eigene Gesellschaft und hatten einen eigenen Namen. Menschen. Die anderen Titankonstrukte eilte dasselbe. Der alte Gott hatte Recht behalten. Er schwächte die eiserne Haut der Konstrukte, doch es lehrte sie auch heroisch zu sein, Courage zu lernen und auf ihr vergängliches Leben aufzupassen. Die Rädchen hatten sich in Bewegung gesetzt, doch die alten Götter zu befreien würden die Jahrtausende dauern. Und eine neue Rasse breitete sich über den Kontinent aus. Trolle. Die Trolle waren kriegshungrige Kreaturen. Sogar ihre Gliedmaßen regenerierten sich nach einiger Zeit. Sie beteten die Wildgötter an und nannten sie Loa. Sie praktizierten Voodoo und Kannibalismus. Der stärkste Clan nannte sich Zandalari-Clan und ihre Hauptstadt auf den höchsten Bergen Azeroth hieß Zuldazar. Auf einem Berg aus schwarzen Stein war ein verbotenes Gebiet, das jeden untersagt war zu betreten. Doch eine Rebellengruppe tat es trotzdem. Sie bemerkten, dass das kein schwarze Steine waren, sondern Schuppen. Sie praktizierten Rituale, um den vermeintlichen Loa zu erwecken. Und das Blut, das floss, erweckte Kitraxi. Den Kitraxi, genau. Diese tötete alles um sich herum und sammelte die verbliebenen Akir um sich. Diese hatten lange Zeit in der Erde gewartet. Die Bestie begann damit, die Trolle anzugreifen und war überrascht, wie stark diese waren. Die Zandalari begannen damit, die größten Clans zu einen, darunter Gorobashi, Frakari, Drakari und die Armani, und nannte ihre Armee das Imperium von Zul. In einer Schlacht um Zuldazar
schafften sie es, dass die Wildgötter ihnen halfen. Sie besiegten die Akir und schafften es sogar, den Khentraxi weiter zu verletzen. Die Trolle wussten, dass sie die Akir auslöschen mussten, wenn sie nicht mehr angegriffen werden wollten. Sie verfolgten sie bis Ankirash und schafften es dort aber nicht, gegen die Akir zu bestehen. Sie hatten die Anubisaf vergiftet. Die Anubisaf waren übrigens die Kreaturen, die die Titanen abgestellt haben, um den Khetun zu beschützen. Und diese kämpfen nun für die alten Götter. Die Amani hatten die Aufgabe, den Khentraxi zu besiegen. Die kämpften sich durch eine unendliche Masse von Akir und schafften schließlich, ihn zu besiegen. Ihre Zahl war auf eine verschwindende kleine Zahl geschrumpft. Doch ihr heroischer Sieg brachte ihnen die Ehrerbietung der anderen Clans ein. Nahe der Kampfstelle bauten sie ihr neues Reich. Oder beziehungsweise ihre neue Stadt, Hauptstadt, Sul'aman. Ohne den Kommandanten flohen die Akir nach Norden, Südosten und nach Südwesten. Drei verschiedene Kulturen würden sich aus den Akir entwickeln. Die Neruba im Norden würden in der Nähe des alten Gottes zu einer spinnenähnlichen Hochkultur unter der Erde werden. Die im Südwesten machten Ankirash zu ihrem neuen Zuhause, insektenartige Kreaturen namens Kirashi. Die im Südosten wurden zu Königsanbeterinnen ähnlichen Kreaturen, bekannt als Simantis. Diese begannen nach dem Krieg damit, in einem 100-Jahres-Rhythmus die Mogu anzugreifen. Sie spürten das Herz von Ishari im Tal der ewigen Blüten und wollten die alten Götter damit wiedererwecken. Doch sie schafften es nie. Die stärksten ihrer Krieger schlossen sie über Jahrhunderte in Bernstein ein, um sie, wenn die Zeit gekommen war, wieder zu erwecken. So, danke dafür erstmal. Und hiermit endet auch der erste Part des Videos. Ein zweiter kommt natürlich auch. Der wird genauso lange sein, also auch so 50 Minuten lang. Und ich würde sagen, freut euch drauf. Der wird nicht lange dauern, vielleicht eine Woche, vielleicht 5 Tage. Wir müssen mal gucken, wie lange wir es machen. Und da wird sich der Blackie am Anfang um Königin Ajera kümmern und die Nachtelfen und wie es dazu kam, dass der Brunnen der Ewigkeit implodierte und die Kontinente spaltete. Und dann komme ich nochmal mit so ein paar kleckerweise Themen und dann dürfte das erste Chronicle-Buch auch abgeschlossen sein. Das zweite machen wir höchstbestimmt auch. Viel Spaß beim nächsten Part. Bis denn.